Ladies und Gentlemen, hallo und herzlich willkommen, das war falsch, zu einem neuen COH2-Video. Wir schauen uns heute zum allerersten Mal, das ist eine Premiere hier auf dem Kanal, die Briten an, die neue Fraktion in COH2. Wie schon auf Facebook angekündigt, hat... I'm not worthy, okay. Hat es ein bisschen gedauert. Das ist hier allerdings tatsächlich das allererste Replay, das überhaupt verfügbar ist und das noch ein bisschen was aussieht, das ich euch hier tatsächlich zumuten möchte. Insofern gesehen, schneller ging es nicht. Ja, ich habe mein Bestes getan. Aber ihr wisst ja, bei mir ist immer ein bisschen Versatz in den Videos, weil ich nicht tagesaktuell produziere, sondern quasi auf Vorrat. Wir haben hier also einmal einen wunderschönen Fehler in der Anzeige vom Replay, wie ihr hier in der Mitte erkennen könnt. Also diese mittlere Anzeige, die ich hier verdecke, die ist tatsächlich nicht passgenau. Es ist auch egal, wie groß oder klein man das einstellt. Das ist jetzt wieder mistig. Und entsprechend ist auch mein Overlay angepasst, dem Fehler angepasst, muss ich leider machen. Ja, sieht halt bescheiden aus. Und das sind sie also, unsere Briten. Haben natürlich auch eine Basisverteidigung. Sie haben ein Hauptquartier, Feldhauptquartier heißt das. Ist also unser T0, das Hauptquartier. Da gibt es den Tommy-Trupp. Es gibt, der lustigerweise auch Infanteriesektion heißt. Hört man das? Ich hoffe. Dann das Vickers MG. Es gibt den Brand Carrier. Wir können hochtacken auf den Truppenkommandoposten. Das ist das Teil hier. Im Moment noch ein bisschen im zusammengefalteten Zustand. Das baut sich dann aus, sieht ganz hübsch aus. Und hier vorne wird eine Haubitze hingestellt. Irgendwann kann man dann auch nochmal tacken. Und zwar auf den Kompaniekommandoposten, jenes Gebäude hier. Und auch da wird dann noch eine Haubitze hingestellt. Und zwar, ich glaube, an diese Stelle hier. Die kann man dann später einsetzen. Hier wird jetzt auch gerade besagter Truppenkommandoposten erforscht. Ihr seht, da können wir die Royal Engineers bauen, die das Scharfschütze mit dem Boys Anti-Tank-Gewehr. Lustigerweise in den ersten Videos noch ohne Magazin. dann die 600-Pack, die eigentlich ganz cool ist, wie ich das gesehen habe. Und wir können eine Geschützstellung bauen, den 3 Zoll Mörser, zwei Stück sogar. Die will man halt irgendwo hinstellen, die dann fröhlich am Ballern sind. Ansonsten im Hauptquartier gibt es noch die Nates für die Infanteristen. Es gibt den Waffenstand, bestehend aus Piat und Bar, den man hier freischalten kann. Und wir können die Infanterietrupps verstärken, ein zusätzlicher Mann für 25 Fuel. Schauen wir uns auch das letzte Gebäude gleich noch an. Da haben wir dann die 17-Finder-Stellung, die hier auch Fuel kosten soll. Den Firefly. Den Cromwell als mittleren Panzer, Firefly-Helm, so ein bisschen als Anti-Panzer-Panzer und den Centaur als Anti-Infanterie-Panzer, wenn man so möchte. Hier außerdem habe ich das eben erwähnt, der Panzerspähwagen, AE-10 Panzerspähwagen, MK3, 75mm Kanone, den muss man vorher noch freischalten, kostet 10 Fuel. Genauso wie die Bofors-Geschützstellung, auch da 10 Fuel, dann könnte man das Ding erst bauen. T2 ist das ja dann, T2. T3 ist quasi so eine vorgeschobene Basis, die die Briten bauen können. Können wir zusätzlich noch zwischen Hammer- und Ambush-Strategie wählen und haben dann ein paar unterschiedliche Fähigkeiten zur Auswahl. Beispielsweise den Komet, den gibt es, wenn ich mich recht entsinne, bei Hammer. Und bei Ambush dann den Churchill. Doktrin gibt es natürlich auch reichlich Zeugs, aber ich möchte zumindest kurz mal auch ein bisschen was zum Spiel zeigen. So ganz nebenbei. Hier sehen wir schon, wie die Heilung der Briten funktioniert. Es ist nämlich so, dass es hier ein Upgrade gibt für den Infanterietrupp. Sanitätsmaterial kostet 30 Munition und alles, was rundherum ist, wird geheilt. Wird hier auch angedeutet, indem der Trupp jetzt hier dieses Kreuz als Symbol hat. Ansonsten, hier sehen wir das nochmal, da wäre das Upgrade. Und dann gibt es hier noch diese Pyrotechnik-Gedöns. Das kostet 40 Munition, wenn man es kaufen will. Und was tut das? Ja, es erlaubt diesen Feldhaubitzen, die hier aufgebaut werden. Hier seht schon, die erste ist jetzt da. Dieses Zelt steht auch hier. Die fangen dann an zu schießen. Allerdings ist das wohl ziemlich, nicht so toll. Außerdem sehen wir hier dieses lustige Deckungssymbol. Sieht ein bisschen anders aus. Hat den Hintergrund, dass die Briten da ein paar Boni bekommen. Nämlich dann, wenn sie in Deckung drinstehen. Ja, schießt einfach ein bisschen besser. Eine neue Infanteriesektion ist kampfbereit. Hier unser Scharfschütze. Der hat halt diesen Critical Shot. 30 Munition kostet der Spaß.
Und macht, glaube ich, irgendwie eine Waffe kaputt oder sowas oder besonders viel Schaden. Ja, irgend so ein Krimskrams. Auf der anderen Seite übrigens THW What Do Life. Drei Volks. Ein Minensucher Sturmkrenn und das MG aus der Luftwaffen-Bodentruppendoktrin, die er sich schon ausgesucht hat. Zu den Doktrinen der Briten, drei sind im Spiel enthalten, auch wenn hier Premium-Gegenstand steht, lustigerweise dürften es die Standardteile sein und ich glaube nochmal drei kann man sich kaufen. Wir haben hier das Kommandoregiment, ich lasse es mal kurz eingeblendet, Überfalloperationen. Da wird die Infanterie verdeckt, wenn sie sich auf verbündetem Boden befindet. Außerdem werden neutrale Sektoren, feindliche Sektoren schneller auf neutral zurückgekappt. Hier ist irgendwie so ein Rush-Befehl, Angriffssektion. Ach, Infanteriesektion, Entschuldigung. Bewegen sich schneller, greift besser an, was auch immer das passiert und bedeutet, ein Aufklärungsflugzeug fliegt durch die Gegend. Ach, ich komme überhaupt nicht klar, ich bin so müde gerade im Moment. Siegler mit Kommandotruppen, ja, landet irgendwo, spuckt einen Trupp aus, kann heilen im Umfeld, Mörserdeckung, leichte Mörser schießen da irgendwo in die Gegend und dann noch diese Luftüberlegenheit, da kommt dann nach einer ziemlich langen Pause ein Bombergeschwader an und macht alles klein. Dann gibt es noch Royal Artillery, Frühwarnung. Ja, das ist quasi Aufklärung, man schießt irgendwo hin und das wird durch Leuchtgranaten aufgedeckt. Konzentriertes Sperrfeuer, alles was da ist, an Haubitzen auf der Karte schießt auf einen Punkt. Dann gibt es den Valentine als leichten Panzer, die Sexton als Artillerie und diese Perimeterüberwachung, was im Grunde so eine Art Sektorartillerie darstellt. Abschließend noch die Royal Engineers. Hier haben wir so eine Reparatur bei Geschützstellungen. Man kann einen Panzer zu einem Kommandofahrzeug machen, was dann Boni verteilt. Wir können die Fahrzeuge durch die Besatzung reparieren lassen, kennen wir im Grunde auch schon unter anderen Vorzeichen, dank diesen Flammenmörserschlag und zu guter Letzt den Afre, unseren neuen OP-Panzer mit dem Retard-Mörser, wie ich ihn gerne nenne. Retard. Also eine Churchill-Variante hier. Genau. So viel dazu. Und ja, ansonsten, das Spiel an sich, wir haben mittlerweile ein T1 vom OKW. Heilung ist also drin. Haubitze ist auch am Start. Eine britische Infanteriesektion wurde ausgebildet. Ich hoffe, ich dachte ausgeschaltet, ich hätte das irgendwie verpeilt. Ja, okay. Die Karte ist übrigens Arnheim. Wir können so kurz ein bisschen eine Fahrt über die Karte machen. Ich persönlich finde die ziemlich cool. Scheint irgendwie Weinanbaugebiet zu sein. Arnheim ist am Rhein, könnte sein. Da wird das T3 aufgebaut. Ja, ziemlich coole Positionierung der Siegesmarken, nette Cardpoints. Also, so wie ich das im Moment sehe, ich habe es noch nicht gespielt, ist das wirklich eine coole Karte, die einfach ein bisschen was kann und da kannst du einen verwendet geben. Generell scheint mir Armstrong hier ziemlich unaimstrongig zu spielen. Bis dato, alles was wir gesehen haben. Hier beispielsweise wäre es natürlich gut, wenn er. Ja, okay, gut, der Zug ist abgefahren, der Trupp ist tot. Hat sich auch eine Pack geholt. Ich weiß nicht, ob er die jetzt tatsächlich schon braucht. Angesichts der Tatsache, dass der Gegner T1 hat. Gut, T3, ja, aber das wird noch ein bisschen dauern, bis da irgendwie was rauskommt, was kann. Ich habe auch schon Strategien gesehen, wo die Leute tatsächlich angefangen haben als OKW und ausschließlich Sturmpioniere gebracht haben. Wahrscheinlich in der Annahme, dass man es mit dem Volksgrenadieren eh nicht mit den Infanterietypen aufnehmen kann. Dann bekommen wir jetzt hier einen weiteren Scharfschützen, da der eine ja eben gerade niedergeschossen wurde. Braucht das jetzt etwas Ersatz? Bin mal gespannt, wann wir tatsächlich hier in so einem kompetitiven Umfeld mal die Stellung sehen. Ich weiß auch nicht, wer hier genau was bauen kann, ehrlich gesagt. Das sehen wir dann noch. Bulletins gibt es eine ganze Reihe wohl, allerdings, ja, am Anfang natürlich nicht so wirklich viel zur Auswahl. Da werden alle ungefähr das gleiche Setup haben. Die Stimme geht mir so auf den Piss. Und auch dieses, wie heißt denn dieser blöde Spruch? Die Kippen was, böse Buben. Oh Gott, ey, wenn ich das höre, da stellen sich mir Zehennägel hoch, ey. Boah, ist das schlimm. Der verdammte Feind will uns eine Position abnehmen. Ich weiß nicht, die Stimme, die finde ich bis dato
eher nervig und die Sprüche blöd. Also das hat in COH1 bei den Briten halt mal besser gepasst. Ist vielleicht aber auch nur eine Frage der Gewöhnung. Eventuell irgendwann sagt man sich ja, na, passt schon, nimm hin. Ja. Gut, ansonsten hat sich hier noch nicht so viel getan, kann auch nicht, fehlt noch ein bisschen Treibstoff. Wobei, er könnte durchaus schon den nächsten Tag machen vom Treibstoff her. Bullshit, was ich da erzählt habe. Wäre drin. Und die Erwartung ist natürlich auch dahingehend, dass er das tut. Wir haben außerdem schon gesehen, dass die Tommy-Trops dazu in der Lage sind, hier Sandsäcke zu bauen. Ich werde mich übrigens weigern, die Infanterie-Sektion zu nennen. Also diese Übersetzung, da, die geht halt nicht. Ja, und unser Freund Scharfschütze, recht kompetent darin, Infanterieband zu schotten, wie man erkennen kann. Das, was man so von ihm erwarten würde. Sollte sich auch in Deckung wegtarnen, soweit ich informiert bin. Ja, und ansonsten, wie gesagt, ich habe noch keine Briten gespielt. Es wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile dauern, bis das passiert. Ich glaube, ich habe auch noch kein großes OKW gespielt. Also, da steht mir noch das eine oder andere bevor. Der Feind macht Ärger, will uns einen Punkt wegnehmen. Bin mal gespannt, auch wie das Metagame vom vom Ost her aussehen wird gegen die Briten. Persönlich könnte ich mir Scharfschützen ganz gut vorstellen. Aua. Ja, das hat nicht so gut funktioniert. Kommt denn jetzt mal was? Ah, jetzt geht's los. Ich würde es gerne mal zeigen, wie das aussieht, wenn das Gebäude sich aufbaut, weil ich es persönlich ganz hübsch finde. Die Basis ist auch nicht mehr so ganz tot. Das war der Tor auf der linken Seite, wie in den ersten beiden Fraktionen. Ja, also hier, dieses tolle Tarnnetz wackelt ein bisschen, das Zelt und da dreht sich irgendwie das Radar, die Antenne geht ein bisschen links und rechts, also ja, es herrscht zumindest ein bisschen Leben in der ganzen Sache, ist nicht mehr ganz so schlimm. Ich halte mal das Gebäude in der Auswahl, weil ich dann gleich noch zeigen möchte, wie dieses Hammer-Ambus-Gedöns aussieht. Oh, da kommt der Nate. Sieht er aber. Geht raus. Schön. Ja, da haben wir es doch. Also. Amboss und Hammer. Die beiden Spezialisierungen. Ein bisschen geklaut, würde ich mal behaupten, von der Eastern Front Mod, die ja auch so eine offensive-defensive Einstellung immer hatte und man dann entsprechende Einheiten zur Verfügung hatte. Das ist hier ähnlich. Da haben wir halt beim Hammer den Kometpanzer. Ziemlich kompetente Einheit, diese Gammon-Granaten für die Inf. Notkriegsgeschwindigkeit, oh Gott. Ja, anscheinend funktioniert die Reparatur dann besser. Fahrzeugverfolgung. Okay, also getroffene Fahrzeuge bleiben länger sichtbar. Und der Amboss, das ist unser Churchill. Wir haben schwere Pioniere. Schneller zu bauen und zu reparieren. Und sie werden im Kampf effektiver. Ja, den Rest kann ich mir leider nicht zeigen, weil er sich schon für den Amboss entschieden hat. Das heißt, wir werden, Entschuldigung, nicht den Amboss, sondern den Hammer. Dafür hat er sich entschieden. Also eventuell dann irgendwann, Komet. Genau, Komet. Und man muss sagen, er macht sich hier bis dato ganz gut, unser Life, wenn man sich überlegt, dass er ja am Anfang ganz schön tief gestapelt hat. Ich habe die Statistik auch bewusst nicht gezeigt, er hat irgendwas davon erzählt, dass er Top 1200 ist oder sowas. Also im Grunde unter ferner Liefen, keine Konkurrenz eigentlich für Armstrong. Liegt vielleicht ein bisschen daran, dass das Spiel jetzt hier so spannend wird an den neuen Fraktionen. Die sind für beide neu und man muss tatsächlich sagen, der UKW-Spieler scheint bis dato die bessere Figur mit der neuen Fraktion zu machen. Und das ist ja auch was. Keine Selbstverständlichkeit. Er schlägt sich einfach gut gegen diese vermeintlich übermächtige Konkurrenz, wie er das selbst auch gesehen hat. Die vermeintlich übermächtige Konkurrenz baut übrigens gerade nichts. Da, freche Bengel, das war's. Ich hasse diese Aussage. Schrecklich.
Also, vermeintlich übermächtige Konkurrenz baut ein Cromwell, auf der anderen Seite wird ein Panzer 4J gebaut. Ich habe keine Ahnung, wer von beiden sich da im Zweifelsfall im 1v1 durchsetzen würde. Da fehlt einfach noch die Erfahrung, das müssen wir noch ein bisschen sehen. Wenn man dann im Laufe der Zeit einfach, wenn man ein bisschen schlauer sind, wissen. Pauschal? Ich würde den Panzer 4 ehrlich gesagt vorne sehen. Ist so meine Einschätzung. Und ich denke mal, was auch ein bisschen problematisch sein wird bei den Briten, ist, dass wieder das indirekte Feuer fehlt. Also es gibt eigentlich, wenn man nicht die Mörserstellung baut, und wer will das schon, keinen Mörser. Es gibt Artillerie nur in Form der Basis, Base-Artillerie, diese beiden Gümmelgeschütze, die wir ja schon festgestellt haben, also mehr vertraut, was meine Aussage angeht, nicht so toll sind. Ja, das ist im Gehweg. Und da kommt noch ein Nate. Schön gemacht eigentlich. Und der Panzer 4 sollte eigentlich den Scharfschützen töten. Damit hat er wirklich einen schönen Angriff durchgeführt. Hier jetzt allerdings die Pack. Und man sieht, die Pack packt ganz gut gegen den Panzer 4. Das ist eigentlich auch so ein bisschen, wie ich mir die Ami-Pack vorstelle, ehrlich gesagt. Und da ist unser Cromwell. Oliver Cromwell. Wer kennt Oliver Cromwell? Panzer, vielleicht ist ein Gentleman. Mit Panzerkommandant, also zusätzliche Sichtweite und die Genauigkeit der Hauptkanone. Ja. Und schneller Veteranenstatus. Das ist ja ein Multifunktionsteil und das alles für nur 25 Munition. Wo Armstrong eh genug hat, es wundert ein bisschen, dass er nicht hingeht und mir die Waffenstände freigibt und dadurch die Infanterie ein bisschen pusht. Ich denke vor allem gegen die gegnerische Wettinfanterie wäre das gut. Der Cromwell halt auch beim Fahren seinen lustigen Effekt. Irgendwie kommen dann so kleine Explosionen hinten aus dem Heck raus. Also als würde der Motor in Brand geraten oder sowas. Also das sieht sehr interessant aus. Mal sehen, ob wir das noch irgendwie so Gesicht bekommen hier. Ich persönlich auch das Gefühl, dass die Maschinengewehre relativ stark bei dem sind. Also das Kommerzial-MG. Ja, 300 Punkte. 325 hat übrigens die andere Seite, aber die hat alle Siegesmarken. Was das angeht, also Vorteil OKW. Aber auch so ziemlich die ganze Karte hat er im Moment. Also das ist schon, ja. Hat auch mehr Infanterie. Bis dato läuft es für ihn also ganz gut. Ja, Pius, was können die? Die können einen Minensucher bekommen. Und die können so Sprengladungen an Deckung anbringen und die können halt reparieren, das ist eine tolle Sache. Sonst eher die Nahkampfeinheit ist mit Stun-MP ausgerüstet, wie man sieht. Also auf jeden Fall unser Mittel der Wahl, um den Cromwell wieder in Stand zu setzen. Ich kann noch ein bisschen beobachten, ich möchte sehen, was ich eben angesprochen hatte. Show to me. Da, kommt mit so komischen Flammen raus. Voll lustig. Ich habe teilweise das Gefühl gehabt, dass da auch so ein entsprechendes Geräusch kommt. So bup, 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 bup. Klang irgendwie total lustig. Ja, jetzt ist die Pack leider gerade unbesetzt und der Panzer 4 ist wütend. Der will jetzt drauf, der will den Cromwell ausschalten. Pack wird gerade noch rechtzeitig geholt. Panzer 4 war wahrscheinlich trotzdem vorbeigekommen. Läuft etwas ungünstig. Ja, die sind ziemlich tot, das kann man wohl sagen. Außerdem ist irgendwie ziemlich tot unser Pio. Hochexplosive Phosphorbomben für Mörser bereit. Kommandoeinheiten können jetzt per Sieger. Weit gekommen ist er nicht. Ah ja, und da haben wir das Kommando-Element. Ja, die Kommandotruppen, wie ich das so mitbekommen habe, sollen relativ stark auch sein. Das waren sie in CO1 aber ja auch. Die waren auch relativ teuer. Ich weiß gar nicht, was kostet das hier? 500? Sogar billiger als ein CH1, wobei das hier natürlich in einem ganz anderen Kontext steht. Also der Kollege Lastensäger fliegt ein bisschen rum und da ist er, landet. Flügel sind ab und da ist der Trupp mit Rampe. Also hier könnte man sich auch einen Tetrax vorstellen. Ist aber nicht der Fall. Ich weiß auch nicht, ob man hier sonst noch was bauen kann. Ich meine mich zu erinnern, mal gesehen zu haben in einem von den Preview-Videos, dass man da auch dann tatsächlich eine Reihe neuer Einheiten anfordern kann. Aber da bin ich mir, wie gesagt, nicht hundertprozentig sicher. Vorteil ist halt, kann verstärken.
Zu dem Versorger. Was? Zu dem. Achso. Oh Gott. Also, wenn man nicht gecuttet ist, dann kann der verstärken. Oh, kann er auch heilen? Ich dachte, der könnte auch heilen. Kann er anscheinend gar nicht so richtig. Sprengladung können die Jungs machen. Gamobomben, Tarnen, Rauchgranaten auf Feld 1. Also, die sind ganz nett. Allein von den Fähigkeiten her. Kostet halt auch was. Das muss was bringen. Es soll ja immer ein Gegenwert da sein. Ja, und im Moment steht der Herr Armstrong einigermaßen mit dem Rücken zur Wand. So extrem viel Kartenkontrolle hat er nicht. Die rechte Seite ist komplett weg. Links ist er gerade dabei, ein bisschen was zu holen. Und das ist auch dringend erforderlich. Ja, Scharfschütze hat mittlerweile 14 Kills zusammen, hat sich auf der 2 gebracht. Und man sieht, er ist nicht der allergrößte König gegen Gebäude. Da ist wieder der Panzer 4. Und unser Pack ist noch nicht so ganz in Position. Jetzt erst könnt ihr mal so einen Flugtechnik-Shot herhauen. Der hat ja so viel Munition, das ist einfach nur unglaublich. Aber sieht nicht so aus. Es wundert mich halt einfach auch, dass er keine Waffen ausgeben möchte. Da hat eine. Nein, ich werde das nicht sagen. Eine Infanterietruppe hat es da zerrissen. Von den Fallis zerlegt. Ja, im Nahkampf haben die dann natürlich einigermaßen gar keine Schnitte. Also. Das kann man schon mal so festhalten. Oh, da ist der Scharfschütze hart in Gefahr. Rechtzeitig weggetarnt allerdings. Pack steht da nicht so ganz günstig, um eingesetzt zu werden gegen den Panzer 4. Vor allem würde ich mich natürlich immer noch ein bisschen was anderes sehen. Ich denke da zum Beispiel an den Komet, das wäre doch schön, oder an Firefly. Einfach, dass man nochmal ein paar mehr unterschiedliche Einheiten hier sieht. Es gab auch teilweise schon Beschwerden, dass gewisse Einheiten quasi nicht den Promo-Videos entsprechen. Da musste ich ein bisschen lächeln, als ich das gesehen habe. Also anscheinend gab es wirklich Leute, die diese Videos ernst genommen haben und gedacht haben, hey, wenn ich so einen Luftabwehrpanzer baue, dann zerstört der Panzer, schießt sämtliche Flugzeuge ab und ja, zerreißt Infanterie in Sekunden. Dass es tatsächlich so eine NES-Produktion war. Quasi Cinematic, das hat anscheinend der ein oder andere nicht ganz verstanden. So, auf der anderen Seite stehen mittlerweile alle Gebäude, die stehen können. Freut sich der eher Panzer hier bei der Reparatur. Könnte sich auch bald noch einen von kaufen. Was vielleicht gar nicht so die allerschlechteste Idee wäre. Ist halt ein bisschen schwer einzuschätzen, was die Briten hier mit ihren Panzern können. Ist schon davon auszugehen, dass der Cromwell ein bisschen was kann, also wäre eventuell ein Panther vielleicht nicht so verkehrt oder, ja, er könnte sich ja sogar ein Königstier kaufen. Wird allerdings noch ein bisschen dauern, bis er den bringen könnte. Müsste man mal schauen. Das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Blutwolke, wenn er hier schießt. Na, da geht's wieder an die Siegesmarken. Wobei im Moment zumindest die mittlere noch kontrolliert wird. 332 zu 113. Vorteil ist hier ganz, ganz klar gegeben für die Wehrmacht. Da ist wieder unser Panzer 4 und unser Pack fehlt ein bisschen. Ich habe das Gefühl, dass Armstrong hier einfach ziemlich unkonzentriert spielt. Dass er auch, ich meine, er hat in wie vielen Spielen, die wir schon gesehen haben, nicht ansatzweise so viele Verluste erlitten wie jetzt in diesem hier. Also, ich denke mal, allein das spricht eine relativ eindeutige Sprache und damit hat auch nicht wirklich irgendwie die neue Fraktion was zu tun. Das ist einfach sowas wie jetzt hier, das ist einfach ein gewisser Mangel an Konzentration. Diese ganze Munition. So viel. 325, das muss echt die ganze Karte einäschern, diese Fähigkeit, wie teuer das ist. Übertrieben.
Na, das war das Umgehen. Ist ja schon recht defensiv hier aufgestellt und verteidigt den Cutpoint. Hier müsste sich die Pack wieder etwas anders positionieren. Er sollte auch aufpassen, was das Haus angeht, weil sonst lebt das nicht mehr lange. Da passt er nicht auf. Jetzt vielleicht mal so ein Critical auch raushauen. Das Schiff ist vielleicht zusammen. Ein Treffer noch und das ist weg. Oh, thank God. Ich weiß nicht, ob das jetzt so schlau ist, hier reinzugehen. Ich meine, da sind von drei Seiten Einheiten. Die sind... Oh, da kommt die Operation Luftüberlegenheit. Wobei es total lustig ist, dass das so heißt. Denn Luftüberlegenheit heißt ja eigentlich, dass man die gegnerischen Jäger verdrängt hat. Nicht, dass man große Bomben angriffen hat. Okay. Ja, ja. Okay. Hat der jetzt schon ein bisschen was kaputt gemacht? Ich weiß nicht. Ich bin eigentlich eher ein Freund von Fähigkeiten, die relativ billig sind, die relativ schnell kommen und die den Gegner zu einer Reaktion zwingen. Ich zeig euch mal ein Beispiel aus Company of Heroes Online. Da gab es eine Sektorartillerie und die konnte man durch Punkte, die man investieren konnte, da konnte man die Kommandofähigkeiten ja immer aufwerten. So aufbauen, dass das Ding irgendwann 300 Munition gekostet hat und so die ganze Zeit lang eingeschlagen ist und x Geschosse und mehr Schaden und bla bla bla. Und wisst ihr, wie diese Fähigkeit am besten geskillt war? Minimal. Einfach einen Punkt investieren, dass das Ding angeht und dass der Gegner sich denkt, okay, da kommt was, ich muss hier raus. Weil der Sieden hat nämlich überhaupt nicht gesehen, ob man jetzt 12 Punkte in diese Fähigkeit investiert hat oder nur einen, und damit hat man quasi eine billige Retreat-Fähigkeit sich gekauft, und das ist in meinen Augen einfach das Optimum, weil so ein Ding hier, 325, man spart das ganze Spiel auf den Einsatz dieser Fähigkeit, und was tötet das dann? Ein Maschinengewehr, wenn überhaupt. Das ist es halt einfach nicht. Das ist irgendwie so eine, vielleicht so eine 4v4-Fähigkeit, wenn die Leute beigehen, also wenn im gegnerischen Team ein Brite ist, der nur Stellungen baut, dann kann das irgendwie sehr effizient sein. Ansonsten stelle ich es mir jetzt nicht so toll vor, muss ich ganz ehrlich sagen. So, aber zurück zum Spiel. Wir haben mittlerweile tatsächlich den Komet auf dem Feld und das macht mich persönlich glücklich, weil jetzt kriegen wir den auch zu sehen. Der hat diese lustige Selbstwehr. Oh Gott, wer hat die Übersetzung gemacht? Selbstwehr. Oha. Ja, also die machen irgendwie die Luke auf und schmeißen eine Granate raus. Und töten halt, was so drumherum steht, hoffentlich. Ich weiß nicht, wie effektiv das Ganze ist. Dann haben wir noch die Notkriegsgeschwindigkeit. ja, und wunderschön. Alles wunderschön. Nochmal gerade auf die Kosten schauen. 185, also billig ist anders. Der kann schon ein bisschen was die Kosten angeht. Sollte dann auch ein relativ kompetenter Vertreter seiner Zunft sein. Ich vermute tatsächlich, dass hier auf der anderen Seite der Plan ist, sich einen KT zu gönnen, weil ein Panther oder so, das würde er sich ja schon lange holen können. Beim KT wird es auch nur noch an der Munition scheitern. Bin mir aber nicht sicher, ob das die allerbeste Idee ist, ehrlich gesagt. Also ich denke, mit einer größeren Anzahl an Panthern wären wir vielleicht ganz gut gefahren. Aber wie gesagt, das fällt halt auch ein bisschen schwer, mir jetzt einzuschätzen, was die gegnerischen Fahrzeuge da so drauf haben, was also der Kollege Komet jetzt tatsächlich kann. Die Kanone hat keine Besatzung mehr. Die Kanone hat keine Besatzung mehr? Welche denn? Ein MG wahrscheinlich irgendwo. Man weiß es nicht so genau. Wow, das ist ganz gut wehgetan. War ein bisschen ärgerlich, den Trupp zu verlieren, weil der kann was, der hat Bett. Und wäre auch ein bisschen ärgerlich, den zu verlieren, weil für den geht dasselbe. was war denn das? War das eine... Na, Granate vom Geschütz? Wahrscheinlich. Geladen und bereit.
Anschlagspunkt, freche Bengel. Ich mach das jetzt. Ah ja, und da ist tatsächlich der KT. Jo. Also ultimatives deutsches Gerät quasi soll es sein. Damit will er hier den Sieg erringen. Über Funk abgefangen. Sie haben noch 300 Punkte. Ja, dafür brauche ich auch Funk. Sehe ich auch so. 29 sind es noch auf der anderen Seite übrigens. Das wäre vielleicht wichtig, das mal über Funk abzufangen. Ist halt ein bisschen bitter, wenn der Gegner einfach mal das Zehnfache an Punkten noch auf dem Konto hat. Dann ist wirklich Alarm. Zumal die gegnerische Armee auch eigentlich ein bisschen größer ist, ein bisschen mehr Wett hat. Also das ist einfach die etwas coolere Komposition im Moment. Ich muss sagen, den Firefly, wo wir so bei britischen Panzern sind, den fand ich in COH1 eigentlich ziemlich cool. Weil der hat halt ein Konzept implementiert, was so in COH1 und auch in COH2 in der Form eigentlich nirgendwo drin ist, in meinen Augen. Es ist halt ein, ja, so ein wirklicher, so eine mobile Pack eigentlich, so ein bisschen eine Glaskanone, die halt nichts aushält, die aber eine große Reichweite hat und vor der man sich dann auch in Acht nehmen muss, die dann aber auch wiederum teuer ist und die im Nahkampf nichts kann. Und das finde ich einfach mit einer der interessantesten Einheiten bei den Briten in COH1. Natürlich insofern gesehen problematisch, dass man auch ein bisschen auf den Firefly angewiesen ist und der nicht ganz einfach zu bekommen ist. Das war dann wiederum so eine Sache, die ein bisschen blöd ist. Aber ansonsten fand ich den eigentlich eine recht runde Einheit. Deshalb bin ich mal gespannt, wie er hier ist. Ich denke, dass er sich dann doch etwas anders verhalten wird. Tja, ansonsten, wo ist denn Herr KT eigentlich? Der steht hier drüben rum, hat bisher noch nicht so wirklich im Spiel teilgenommen. Steht halt schon mal da, ist ja auch was Schönes. Oh, da kannst du den nächsten von dem Team geben. Oh, das ist eine Wetteinheit, das ist so schmerzhaft. Ich könnte jetzt auch diese Gamma und Bomb werfen. Mit Sprengstoff gefüllte Säcke. Können Panzer vorübergehend außer Gefecht setzen. Teures Vergnügen allerdings. Werden wir sicherlich irgendwann auch noch sehen. Das ist jetzt halt ein bisschen der Vorteil. Es gibt das eine oder andere, was wir hier noch nicht gesehen haben, wo wir uns einfach noch ein paar Spiele anschauen können, bis wir das dann wirklich in aller Pracht hier alles gesehen haben werden, was die Briten so können. Das wird natürlich auch ein ganz anderes Metagame dann irgendwo sein. Was halt ganz bemerkenswert ist, der Armstrong schafft es hier ganz gut, zwei Siegesmagen zu halten. Hier pennt der Konzerfieren ein bisschen. Das ist halt der Nachteil, der KT ist dann ein bisschen langsam unterwegs. Sehr critical da. Geschützturmdrehung blockiert. Wow, habe ich glaube ich überhaupt noch nie gesehen. Wie lange gibt es jetzt COH2? Trotzdem sieht man noch was Neues. Ja, hier wäre vielleicht auch ganz gut, mal nach Hause zu gehen, bevor es zu gefährlich wird. Ah, die Pack. Schnelles Manöver. Steigert die Mobilität. 20 Sekunden. Ja, sehr gut. Boah, ist das riskant, jetzt hier nochmal mit dem Komet reinzugehen. Comet. Kann man auch sagen. Comet. Hier ist übrigens noch ein weiterer Comet. Da müssen es jetzt zwei. Damit stehen die Chancen eigentlich ganz gut, sich durchzusetzen. Hier haben wir jetzt anscheinend die Sprengladung verpasst. Und er ist da gestorben. Oh, der Falli-Trupp, wa? Nee. Oder doch? Also hier liegt jedenfalls ein FG, also irgendein Falli-Trupp. Noch nicht mal den einen da vorne hat er mit der Nate erwischt, das ist ja scheiße. Falli-Trupp steht übrigens gerade auf nicht schießen, deshalb gucken die jetzt hauptsächlich zu. Oh, was ist das? Was macht denn der da? Ich krieg Krebs.
Ach du Scheiße, Mann. Ja, Säurescheiße. Und jetzt, was ist? Schießen, nicht rumjuckeln. Boah, was für eine Aktion. Ja, großartig. Und so ist es wieder eine Einheit weniger. Ach, das ist doch alles. Alles etwas unschön im Moment. Kommt schon wieder so ein Segler. Wie gesagt, der kann auch mal abgeschossen werden, denn der fliegt erst ein bisschen in der Botanik rum, hat halt den Vorteil der Aufklärung. Und kriegt er ihn noch? Nee, kriegt er nicht und jetzt ist er selbst in einigermaßen Gefahr, denn da kommen sofort zwei Comets, um ihn abzuholen. Entschuldigung, Comets! Finde ich ein bisschen schade, dass er jetzt hier so eine Offensive raushaut, vor allem er muss das gar nicht machen, er hat nur noch 16 Tickets. Wichtig wäre, die eigenen Einheiten zusammen und am Leben zu halten, und stattdessen ist er jetzt hier optimistisch und geht rein und greift an, als gäbe es keinen Morgen, verliert jetzt hier auch noch eine Einheit, wenn er nicht aufpasst, weil er sich um seinen KT bemühen muss, der übrigens kein Backup durch die Pack hier hat. Ja. Und so ist der Kollege live dabei, hier auf den letzten Metern das Spielchen zu verlieren. Einigermaßen ärgerlich. Hat auch was hier an Lastensegeln rumsteht. Kosten die nicht auch Popcap? Oder kostet nur der Trupp Popcap? Fragen über Fragen. Ja, da ist der Motor ein bisschen in die Brüche gegangen. Wow. Oh, und der Comet. Übrigens, im Company of Heroes 1 konnte man ja modden. Ne? Also nicht so wie Company of Heroes 2, sondern richtig. Und da gab es ja dann auch die Möglichkeit, mit so einem Native Language Mod zu spielen, dass sie halt in ihrer Landessprache geredet haben, die Einheiten und die Briten. Die hatten halt echt eine coole Sprachausgabe, die hatten halt einen richtigen britischen Akzent. Das fand ich persönlich auch mal ziemlich stark. Also das war seit jeher eigentlich eine Stärke von Company of Heroes. Ja, war. Ja, es hat Armstrong auch alle Siegesmarken. Und live zusehends weniger Einheiten. Das ist halt krass, dass er alles verloren hat. Und das war so unnötig, wenn er mal seinen KT und den Panzer 4 zusammen eingesetzt hätte oder den Panzer 4 wenigstens Backup gegeben hätte durch seine Pack. Das wäre so viel besser gewesen. Aber es hat nicht sollen sein. So schade. Aber man kann auch nicht mehr switchen, ne? Okay, man entscheidet sich einmal, ja. Sperrt die Freischaltung der Amboss, genau. Das heißt, da ist euch der Eastern Front Mod noch ein bisschen voraus, weil da kann man nämlich mehr verwechseln, allerdings steigern sich die Kosten immer weiter. Fand ich eigentlich auch, also ein Konzept, an das man sich gewöhnen muss, aber ziemlich cool ist irgendwo. Oh, und das war der Sack mit Sprengstoff. Läuft. Full Unit Kill. Sehr schön. Wow. Das waren zwei Abschüsse. Und jetzt kann sich der Kometsky, in den KT hinten ins Heck rein positionieren oder auch nicht. Gut, da ist irgendwo noch das Püppchen. Zu offensiv will man es vielleicht nicht spielen, nicht denselben Fehler machen wie der Gegner. Ja, ist schon nicht schlecht, also er hat eine gewisse Late-Game-Kapazität. Firefly hätte ich halt gern nochmal gesehen. Und auch diese lustigen Raketen, die er dabei hat. Aber ich denke, da werden wir noch irgendwann mal ein anderes Spiel haben. Irgendwann kriegen wir das. Irgendwann. Schall gedämpft, hm? Na, schall gedämpft sind die geil. Ja, einfach mal mitnehmen, kann man machen. Damit beschränkt sich die Armee von live auf den Königstiger, das Leichtinfanteriegeschütz und den Volksgrenadier. Und da hat er den Kommandotrupp verloren. Oh, das tut weh.
Nein, und das Beutegut kommt auch nicht raus. Oh, das ist ärgerlich. Was haben wir hier? Wieder den Turm? Ja. Und was gibt's da Neues? Einen Firefly. Juhu! Freche Bengel. Eines der wenigen alliierten Fahrzeuge, das effektiv die meisten deutschen schweren Panzer bekämpfen kann. Ja. So sieht das aus. Phosphorbombe. Fügt Infanterie in Umkreisschaden um. Okay. Ja. Kann man. Ja, lieber verschwinden hier. Das war die bessere Idee. Wir nähern uns jetzt den 100 Tickets. Sie haben noch 100 Punkte. Na, als hätte ich es gesagt, ne? 12 hat Aimsprung noch. Aber ganz ehrlich, ich denke nicht, dass Live noch irgendeine Chance hat, die Tickets zu bekommen. Als hat er einfach zu viel verloren. Ja, Firefly, Ladies and Gentlemen. Was kann der? Der kann sich diese Tulip-Raketen, Talab, oder wie auch immer man das ausspricht, besorgen. Hier soll er langsam sein, allerdings nicht gänzlich ineffizient. 60 Pfund hochexplosiv. Panzerkommandant gibt es natürlich auch wieder. Ja, da haben wir das. Eine spektakuläre Sprengwirkung. Ich trinke jedes Hindernis auf dem Schlachtfeld. Also Gebäude in Besitz des Spielers werden davon betroffen. Was kostet das? 50. Na gut. Hau mal raus, wir sehen, was das kann. Da ist leider was drüber, ich sehe nicht, was das kostet. Kostet das wirklich 100? What? Das ist teuer. Oh, und der Firefly, der will den Kill. Jetzt komm, hau mal die Raketen raus, wir wollen auch mal Spaß haben hier. Oh, 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 Abpraller. Oh, oh. Jetzt komm, Raketen. Komm. Oh, 9 Punkte nur noch. Das könnte ich tatsächlich... Nein, das kann er nicht schaffen, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Die sind so gut, dass sie so viel Zeug verloren haben, dass das Spiel jetzt wieder offen ist. So gut sind die, so gut. Mann, ich will jetzt diese Raketen sehen. Sieht ja lustig aus. Ja, also der Firefly ist definitiv hier eher so ein bisschen Nahkampfpanzerkollege. Und da wirft er das Handtuch. GG heißt es da. Close game, very, very close. Ja. Die Late Game Map Control, das kann man wohl sagen. Die ist noch ausbaufähig. Das stimmt, den Panzerfehler, den hättest du mal behalten sollen. Das hätte dir jetzt sehr, sehr viel gebracht. Also, 52 Tickets, Tendenz fallend, aber er hat ja quasi schon aufgegeben. Ach, sein drittes Spiel. Ja, gut. Also, Kollege Armstrong lernt auch noch. Das Interessante daran ist, wir haben ja die Operation Charlie Fox vor den Türen und da werden die Briten natürlich auch schon gespielt werden können. Und das wird interessant werden, weil jetzt haben wir, wie lang? Ich glaube, 18, 20 Tage so roundabout, sich in das Ganze einzuspielen. Und da könnten wir die tatsächlich auch schon im Turnier sehen. Da bin ich echt gespannt drauf. Okay, also 38 zu 4. Tickets, 43 Minuten, 51 Sekunden. So lange hat es gedauert. Das war der erste Cast mit den Briten und das war es auch schon von mir. Ciao, ciao.